Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder herzlich willkommen, wenn du neu bist. Also, was habe ich heute für euch? Heute habe ich für euch Swiss Arabian Chagaf Oud. Ja, das ist ja sowieso so ein gehypter Duft. Ich kann auch ein bisschen nachvollziehen, warum. Aber können wir uns auch einmal damit darüber unterhalten, wie schön eigentlich die Verpackung verarbeitet ist. Also du hast ja diese Holzmuster, ne? Also hör mal. Ja, also es ist ringsherum im ganzen Karton außer unten. Da ist es blank. Und hier, das ist nochmal, als ob da so eine kleine Erhebung ist, wo dann das vorne rauf gedruckt ist. Aber es soll ja auch gar nicht um den Karton gehen. Nämlich um ihn hier, der Chagaf Oud. Kann man gut erkennen hier alles, ne? Ja, da. Von hinten hat er hier diese Kreuze drin, also die sind richtig drin. Kappe ist aus Plastik, aber ist in Ordnung. Und oben im Deckel haben wir das SA drin für Swiss Arabian. So, und da ich ihn jetzt schon mal auf habe, kann ich auch einmal sprühen. Obwohl, nee, wartet, ich sprühe noch nicht. Ich sage euch einmal eben, was wir hier so drin haben. Und zwar in der Kopfnote haben wir Oud und Safran. In der Herznote haben wir Praline, Oud und Rose. Und in der Basisnote Oud und Vanille. Wer hätte es gedacht? Oud. Und wenn du sprühst, dann sprühst du ihn. Es ist sehr kräftig, es ist sehr stark. Du spürst das Holz, also diese Oud-Note. Sehr präsent am Anfang, sehr stark da. Aber wenn er sich legt, das habe ich schon getestet, wenn er sich legt, dann wird er schön sanft, weich und süßlich. Also da merkst du richtig dann diese Praline und Vanille, die durchkommt. Du hast noch diese leichte florale Note durch die Rose. Alles im Allen ein richtig geiler Duft. Also echt, 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 das ist so. Ein richtig geiler Duft. Ja, aber über den Preis lässt sich natürlich immer streiten. Das ist jetzt eine 75 ml. Und jetzt zum Beispiel habe ich eben noch gesehen bei Nutinio im Angebot mit einem Code 3642 oder so. Normalpreis ist da 42 Euro. Aber du kriegst ihn halt überall unterschiedlich. Also ich sag mal zwischen 30 und 40 Euro ist so jetzt aktuell die Spanne. Er war auf jeden Fall schon mal günstiger, definitiv. Ja, aber es ist ja sehr, sehr gehypt worden, der Duft. Auch gerade letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr der Hype immer noch so groß ist. Aber ich verstehe auf jeden Fall, warum. Gerade wenn du diese orientalischen Düfte magst, ne? Also wenn du die echt feierst, kriegst du hiermit eigentlich ein richtig, richtig geiles Schätzchen, würde ich behaupten. Preis-Leistung ist immer so die Frage, ob man es ausgeben möchte, ne? Also so 30 Euro ist ja auch für den einen oder anderen vielleicht schon, wo er sich das zweimal überlegt, ob er sich den jetzt kauft oder nicht, ne? Aber ich kann euch nur sagen, wenn ihr auf diese Düfte steht und dass es ein bisschen süßlich wird, ist er auf jeden Fall klasse. Echt gut. Und was ich noch sagen muss, ich habe ihn selbst noch am Arm oder so gespürt, als ich nach dem Duschen fertig war, wo man sich überall einseift und alles voller Schaum ist und du duschst dich ab. Und ja, trotzdem hast du ihn noch gerochen am Arm, wisst ihr? Und das ist so wahnsinnig. Also es ist gut, es ist echt gut. Und ich muss ja selber sagen, ich habe gar nicht so die gute Haut. Das heißt, beim vielen Düften halten einfach nicht lange auf meiner Haut. Ich habe eine sehr trockene Haut. Ja, aber da ist er trotzdem gut bei mir. Also kann ich nicht anders sagen. Noch einmal. Ja. Übrigens, der Sprüher ist auch sehr gut. Kann man nicht meckern. Klasse. Also für das Geld lohnt es sich auf jeden Fall, den mal zu testen. Oder nicht nur zu testen, sondern auch holen und zu benutzen. Aber du musst diese Düfte mögen. Ansonsten ist das nichts für dich. Definitiv. Ja,
Ja, das war jetzt so ein kleines, knackiges Video zu dem Duft. Richtig getestet werden muss er auch nochmal. Das muss ich aber dann ein andermal machen. Ich muss jetzt sowieso ganz viele Düfte noch testen. Ach, alles so kompliziert im Moment. So viel zu tun. Ich komme gar nicht hinterher. Aber so ist das im Leben. Na gut, ich hoffe, du konntest mit der Information was anfangen und vielleicht kennst du den Duft ja auch. Dann kannst du mir auf jeden Fall mal sagen, wie du ihn findest und ob du denkst, dass er dem Hype gerecht ist oder ob er ja überhyped war. Also ich finde, ich kann verstehen, warum die Leute ihn feiern. Definitiv. Ja, dann sage ich schon mal auf Wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann, meine Freunde. Bleibt dufte. Ciao, ciao.